Hallo, grüß euch. Weil ich im Livestream gefühlt jeden Tag ungefähr 100 Mal gefragt worden bin, wie funktioniert das mit dem Tablet, was ich habe, beziehungsweise gibt es die App zum Download und so weiter, habe ich euch ja versprochen, ich mache jetzt einmal ein Video darüber. Das heißt, man sieht da eh schon ganz schön, die App ist eigentlich so ein Wahnsinn. Man, die App kostet ca. 4 bis 5 Euro. Ist nicht kostenlos, aber ich muss sagen, die paar Euro zahlen sich auf jeden Fall aus. Du kannst mit der App verschiedene Masken und so nutzen, sprich für die verschiedenen Traktoren. Du kannst dir auch Overloaner, du musst die nicht selbst erstellen. Es werden immer wieder von den Leuten die Sachen hochgeladen, dass man sich das Overloaner kann und nutzen kann. Dann zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Ihr nehmt zum Beispiel jetzt euer Handy oder Tablet. Wie es wird, geht in den Google Play Store, gibt es oben bei der Suche einfach ein 7 Dashboard. Und dann kommt eh gleich direkt genau das Richtige, was man braucht. Bei mir steht jetzt nur installieren. Man braucht eben dann die Pro-Version, dass man auch die verschiedenen Sachen davon nutzen kann. Kostet eben wie gesagt 4 bis 5 Euro, aber wer das nutzen will, kann ihn nur empfehlen. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Dann machen wir gleich weiter. Wenn es runtergeladen ist, öffnet man die App. Kann natürlich für alles Mögliche genutzt werden, nicht nur für den Farming Simulator. Dann wählt man aus die Spielplattform, in dem Fall bei mir ist der PC. Dann muss man natürlich ein paar Sachen durchgehen. Dann PC einrichten, sprich, dass man das Handy oder Tablet mit dem PC verbindet. Wie man es verbinden will, kann man sich aussuchen, entweder mit Kabel, mit USB oder halt übers WLAN. Ich habe immer alles übers WLAN verbunden. Dann einfach automatisch einrichten. Dann geht es am einfachsten. Bei mir hat es mein PC schon gefunden. Dann einfach weiter. Dann kommt da ein kurze Testings. Muss man nicht machen, kann man eigentlich gleich auf Weiter drücken. Dann können natürlich noch die IP-Adresse, darf nicht verändert werden und, sonst ist natürlich das alles nicht mehr verbunden. Dann konfigurieren auf dem PC, da muss man sich natürlich dann auch SIM Dashboard auf dem PC runterladen. Das zeige ich jetzt, euch jetzt gleich. Da geht es einfach auf eine Suchplattform, gibt es ein SIM Dashboard, dann druckt es drauf, kommt eh gleich als erstes SIM Dashboard Android App, dann kommt es direkt auf einer Seite. Dann müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen. Und dann findet ihr irgendwo den Button. Moment. Genau. PC-Programm herunterladen. Das Programm quasi einfach downloaden. PC-Programm herunterladen. Aktuelle Version. Immer natürlich schauen, dass man die aktuelle Version hat. Das Ganze einfach installieren. Ich tue es jetzt natürlich nicht installieren, weil ich habe das Programm schon. Ich kann es euch jetzt gleich direkt sagen, wann man das Programm dann öffnet. Und zwar, man öffnet das Programm dann einfach. So schaut es dann aus. Dann sucht man sich da das jeweilige Spiel aus, was man halt spielt. In dem Fall bei mir jetzt gerade aktuell Farming Simulator 22. Schauen, dass da auch wirklich quasi die beiden grünen Hackerl sind, sprich, dass das auch verbunden ist, dass das Spiel installiert ist und dass auch natürlich das Endgerät, sprich das Handy oder Tablet verbunden ist. Bei mir ist natürlich alles okay, weil ich es ja schon drauf habe. Oben hat man dann nur den Link, dass man auch wirklich schauen kann, beziehungsweise dass der Mod, den was man ja installieren muss, den SIM Dashboard Mod oder wie man das sagt, kann man natürlich nochmal draufdrucken. Nachschauen kurz, ist der Mod jetzt der Mod-Ordner, wie natürlich jeder andere Mod auch. Und dann kann man eigentlich schon das Spiel gleich einmal starten. Im Spiel ist dann eigentlich ganz einfach, wie eigentlich immer. Man geht in den Spielstand rein, schaut dann natürlich kurz bei den Mods, den muss man natürlich auch aktivieren, den Mod. Ihr seht, ein ganz einfaches Logo mit Sim Dashboard. Genau.
sprich Sim-Dashboard-Schnittstelle. Der muss natürlich aktiviert sein. Und dann kann man eigentlich das Spiel schon starten. Und dann, wenn alles verbunden ist und alles richtig gemacht worden ist, funktioniert das Ganze schon. Und dann schaut es genauso aus, wie ich euch am Anfang schon gesagt habe. Sprich, man kann Traktor starten und eben dann die jeweiligen Funktionen, je nachdem welche Masken man verwendet, einfach durchprobieren. Für jeden auf jeden Fall was dabei. Man braucht vielleicht ein bisschen, dass man reinkommt, wie was genau wo funktioniert. Natürlich sind halt gewisse Masken nicht nur genau für den 22er gemacht, sondern auch für den 19er. Das heißt, gewisse Tastenbelegungen am Tablet funktionieren vielleicht nicht gleich ab dem ersten Moment, aber die kann man sich sonst auch selber einstellen. Muss man sich ein bisschen spielen mit der App. Ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht, aber man kommt da ziemlich schnell rein und weiß dann genau, wie das alles funktioniert. Ich hoffe, ich habe euch damit weiterhelfen können. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es noch irgendwo Hilfe braucht. Da würde mich auch freuen, wenn es in die Kommentare noch eine schreibt, zum Beispiel über was ihr nur Bescheid wissen wollt, ob ich noch andere Tutorials machen sollte über irgendwelche Sachen, wo es euch nicht ganz klar seid oder wo man schwierig was findet. Und da würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet und ein Like da lasst beim Video. Dann danke und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit der Sim Dashboard App.